dachte schon, du kommst nicht mehr. Wäre eigentlich besser gewesen. Warum? Ich arbeite sonst nur mit Fixern. Klienten, die keinen wollen, machen meist nur Ärger. Ich muss meine Privatsphäre schützen. Aha. Und warum, wenn ich fragen darf? Darum. Fick die Wand an. Du bist... Ich bin's. Lizzie Wizzy. Komm, setz dich. Reden wir. Okay, also, worum geht's? Na, was wohl? Ich hab Probleme. Welcher Art? Hm, gute Frage. War ein hartes Jahr. Kreatives Loch. Hab seit Ewigkeiten keinen Hit mehr geschrieben. Und was alles noch schlimmer macht, ich hab mich verliebt. Wie tragisch. Hm, warum tragisch? Früher oder später enttäuscht die Liebe einen nur. Eher früher als später. Und? Geht's um einen Mann? Oder eine Frau? Shit, diese Hände. Manchmal fliegen schon Funken, wenn ich nur was streife. Ach. Egal. Es geht um einen Mann. Liam Northam. Wir sind seit ein paar Monaten zusammen. Aber ich glaube, er geht fremd. Okay, woher der Verdacht? Ach, richtig peinlich, so klischeehaft ist das. Geflüsterte Telefongespräche im Bad, seltsame Quittungen, geheime Meetings mitten in der Nacht. Erinnerst du dich an was Konkretes? Mein Gedächtnis ist leider ein heikles Thema. Warum? Für die Antwort kennen wir uns nicht gut genug, wie? Hast du mit ihm gesprochen? Unter vier Augen? Du bist drollig. Stell dir vor, wir sind nie alleine. Nicht wirklich. Immer von Assistenten, PR-Teams oder Visagisten umgeben. Würde ich ihn nur eine Millisekunde nicht anstrahlen, wären die Screamsheets voll mit Gerüchten. Verstehe. Tust du nicht. Du weißt nicht, wie es ist, Millionen Augen auf dich gerichtet zu haben. Permanent. Es kann herrlich und beängstigend sein. Liam Northam. Noch nie gehört. Erzähl mir was über ihn. Um die 40, sensibel. Ein Mann, der immer alles hatte. Kennst du die Art Mensch? Soll's geben. Woher kennt ihr euch? Er ist mein Manager. Ich weiß, wie das klingt. Das ist einfach so passiert. Er ist nicht mal mein Typ, aber... Aber? Selbst wenn der Körper zu chrom wird, bleibt das Herz gleich. Es will, was es will. Also, was spiele ich dabei für eine Rolle? Was willst du? Beweise. Und dann beende ich es. Für immer. Liam geht ständig ins Riot. Ich glaube, er trifft da jemanden. Ich will wissen, wen. Du findest es raus. Moment. Und die Kohle? Die kriegst du. Will ich hoffen. Aber wie viel? Gott, wie mondän. Keine Ahnung. Tonnenweise Credits. Zufrieden? Mhm. Für uns Normalsterbliche zählen solche mondänen Sachen. Sie entscheiden manchmal, ob wir leben oder sterben. Spar dir die Predigt. Willst du den Job jetzt? Verlass dich auf mich. Perfekt. Aber denk dran, ich will Fakten. Konkrete Details. Möglichst Aufnahmen oder Fotos. Klar, schon kapiert. Gut, jetzt geh.
hatte vor... Man müsste die Grenzen dicht machen, ist meine Meinung. Sonst kommen aus diesen ganzen... Siehst okay aus. Geh rein. Kein Ärger, ja? Viele Leute ziehen auch aus Night City weg, weil sie Leute wie dich nicht ausgehen. Ich suche Liam. Liam Northam. Kennst du ihn? Könnte man so sagen. Was willst du von ihm? Ist er hier? War vor einer halben Stunde am Eingang. Weiß nicht, wo er jetzt ist. Hey, Linda. Champagner in den VIP-Raum. Zackig. Okay. Ich bring nur schnell Tisch 3 die Rechnung. Gute Musik. Perfekt zum Arbeiten. Echt? Ich filter die Musik und andere Geräusche raus, seit ich hier arbeite. Ansonsten wäre ich schon lange taub. Ich suche Liam. Liam Northam. Ach, der. Scheiße. Kann den Lappen nicht ausstehen. Geizig mit Trinkgeld? Ja. Und ein Arschloch hoch 10. Sein Output ist noch schlimmer. Output, ha? Huh? Interessant. Wo ist er denn jetzt? Du weißt, das kann ich dir nicht sagen. Es ist wichtig. Glaube ich gern. Siehst nicht aus, als würdest du dich mit Kleinscheiß aufhalten. Aber ich kann nicht. Sorry. Kannst du nicht, ha? Huh? Weißt du, was ich kann? Dein Schädel wie eine Dose Nicola zerquetschen. Überleg dir gut, was du machen willst. Nutz dein Hirn, solange es in einem Stück ist. Im VIP-Raum mit seinem neuen Output. Hat Champagner bestellt, also ist es eine Party. Aber das hast du nicht von mir, klar? Klar. Okay, was haben wir denn hier? Champagner? Ah, oh, wie nett. Ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Du stimmst dem Einsatz des Relics nicht oft zu. Allerdings macht ihr sonst doch keine Engramme von lebenden Personen. Ach komm, Arasaka verfolgt Lizzys Karriere mit regem Interesse. Wäre ein Jammer, wenn sie verfrüht enden würde. Eine Sicherheitskopie erscheint durchaus vernünftig. Übrigens, ist es möglich, bei der Erstellung einige nicht so nette Charakterzüge zu entfernen? Bei Lizzy, seit ihrer Konversion, sie ist nicht mehr sie selbst. Das ist leider unmöglich. Engramme aus dem Sichere-Deine-Seele-Programm lassen sich nicht editieren. Wie signifikant wären diese Änderungen denn? Äußerst. An manchen Tagen erkenne ich sie nicht wieder. Aber an anderen... Ach, egal. Trinken wir. Auf unsere Partnerschaft. Oh, Scheiße. Habe ich das eben richtig gehört? Relic, die wollen mit ihr dasselbe machen wie mit mir. Nicht ganz. Dich haben sie ausgelöscht. Das soll nur ein Abzug werden. Ein Abzug? Wie? Wir reden von einer Kopie eines Menschen, nicht von Urlaubsfotos. Der hat sie nicht mehr gefragt, macht's einfach hinter ihrem Rücken. Er hat kein Recht dazu. Niemand hat das. Erst recht nicht, ohne dass sie es weiß. Fuck. Wie soll ich ihr das sagen? Musst du nicht. Da drinnen ist eine Kamera. Also muss es auch Aufnahmen geben.
Hallo? Wie? Was gibt's? Ich habe Infos zu Liam. Und? Hatte ich recht? Nein. Schlimmer, Lizzie. Viel, viel schlimmer. Was meinst du? Ich kenne nicht alle Details, aber Liam, er will dein Engramm. Er will dich kopieren. Was? Aber warum? Er meinte, er hat Angst. Um dich und vor dir. Nein, nein, ich glaub dir nicht. Hörst du? Kein Wort. Du lügst. Ich habe Aufnahmen davon. Hier. Hörst dir selbst an. Nein, nein! Das ist... Nein, fuck! Wie? Ich brauche deine Hilfe. Gleicher Treffpunkt wie letztes Mal. Lass mich nicht warten. Was gibt's denn? Hallo? Lizzie? Shit. Lizzie, was zum... Oh, fuck. Daher die Eile. Wie, ich war wütend und hab ihn geschubst. Diese verdammten Arme, diese Hände... Mein Gott! Wachst du manchmal mitten in der Nacht auf und weißt für einen Moment nicht, Scheiße, wer du bist? Der Typ oder ist zerfetzt. Du denkst, du bist nicht wirklich du? So fühle ich mich die ganze Zeit. Jede Sekunde. Leer. Hilflos. Ich kann nichts mehr sehen. Nichts erschaffen. Und jetzt habe ich... Ich wollte nur Schluss machen, ihm sagen, dass er verschwinden soll, aber ich weiß nicht mal mehr, wie und wann ich... Du hast ihn erwürgt, Lizzie. Langsam. Seine Wirbelsäule zerquetscht. Ich war wütend. Muss die Kontrolle verloren haben. Der Typ hatte es verdient. Also geht's um die Leiche? Deshalb hast du mich gerufen? Ja, ich... Die Medien dürfen davon keinen Wind kriegen. Das wäre... Oh. Was ist? Sie würden das lieben. Eine Geschichte über das Verlangen, die Persönlichkeit eines anderen Menschen zu besitzen. Eine dunkle Mahnung, dass jeder nur ein Haufen Bytes ist und kopiert und reproduziert werden kann. Lizzie, wach auf, verdammt! Was ist jetzt mit der Leiche? Mir egal, schaff sie irgendwo hin und verbrenn sie. Ich bezahle. Gut, mach ich. Und du kannst beruhigt schlafen. Schlafen? Nein, ich brauch keinen Schlaf. Danke, Liam. Auch wenn du es nicht weißt, du hast mir etwas Wundervolles geschenkt. Wovon zum Teufel redest du? Geh, wie. Na los. Und nimm ihn mit. Jemand sollte dich untersuchen, Lizzie. Checken, ob mit dir alles in Ordnung ist. Jemand, dem du vertraust. Mir gefällt, was mit mir passiert. Es war schön, dich kennenzulernen, wie. Und jetzt geh.
Blade. Darin offenbart sie ihre schmerzvolle und herzzerreißende Trennung von Liam Northam. Am Anfang wirken Lizzie und Northam noch wie das perfekte Pärchen. Doch dann zeigt ihr glückliches Liebesleben allmählich Risse. Schlussendlich ist eine turbulente Reise in die tiefe Traurigkeit des Superstars. Voller Enttäuschung, Schmerz und schlussendlich mit purer Ekstase, wenn sie Vergeltung übt. Denn man zum ersten Mal spürt, wie Northams Körper